Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Video über meinen neuen Roller. Ich habe mir einen neuen Roller gekauft, das hatte ich auch schon angekündigt. Und ich wollte heute meinen Roller vorstellen und ich wollte auf ein paar Punkte eingehen, warum ich mir überhaupt einen neuen Roller geholt habe, warum ich mir gerade diesen Roller geholt habe und dann noch ein paar andere Sachen. Ja, ich habe mir die Piaggio X10 350i gekauft. Gebraucht, neu gibt sie glaube ich nicht mehr. Das ist halt ein Maxi-Roller. Es gibt verschiedene Roller, es gibt kleine Roller, es gibt Großradroller, es gibt Maxi-Roller. Das sind so die drei Arten. Ich habe mir jetzt halt einen Maxi-Roller gekauft. Warum habe ich mir überhaupt einen neuen Roller gekauft? Erstmal, weil ich gerne zwischendurch immer wieder mal einen Tapetenwechsel habe. Ich probiere gerne immer wieder neue Roller aus und ich hatte halt auch noch nie einen Maxi-Roller, deswegen hat mich das auch so ein bisschen gereizt. Und ein Maxi-Roller ist natürlich dafür bekannt, dass dieser Roller sehr viele Stauraummöglichkeiten hat und was Reisen angeht auch ergonomisch ist. Ich habe halt kein Auto und Vor- und Nachteile gehe ich später noch drauf ein. Aus diesen zwei Gründen habe ich mir diesen Roller geholt, weil ich gerne manchmal zwischendurch mal auf Reisen gehe und ich reise gerne selber, also nicht mit Bus und Bahn. Ich finde es gut, dass es öffentliche Verkehrsmittel gibt, aber ist halt nicht mein Ding. Ist nicht mein Ding. Ich fahre lieber mit dem Roller bei Wind und Wetter oder auch bei Sonnenschein. Und auch sogar fast lieber als mit dem Auto, muss ich dazu sagen. Technische Daten will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wir haben hier einen 350 Kubikroller. Um genau zu sein, es ist ein 330 Kubikroller. Hat 33 PS bzw. 25 Kilowatt. Hat einen 15,5 Liter großen Tank, mit dem man ungefähr ja so zwischen 400 bis 500 Kilometer weit kommt, wenn man also mit einem vollen Tank, je nach Fahrweise natürlich, ne? Und das ist schon echt beeindruckend. Ich habe schon mehrere Trips gemacht, ich bin auch schon ein bisschen weiter gefahren. Videos werden natürlich folgen. Ich habe den Roller jetzt auch schon ein paar Wochen und bin den auch schon zigtausend Kilometer gefahren, deswegen kann ich jetzt auch schon so die Vor- und Nachteile raushauen. Also Vorteile habe ich im Grunde schon gesagt, ne? Man hat Stauraum ohne Ende, guckt euch das Helmfach an. Links, rechts an den Armaturen gibt es Ablagen. Dann hat man noch einen Handschuh, Ablagen ohne Ende. Und man kann sich noch ein 50 Liter Original Topcase holen, was genau zugeschnitten ist auf den Roller. 50 Liter, dann also da passt mehr rein als in einem manch so ein Auto. Das ist schon echt krass, was man hiermit alles transportieren kann. Aber da kommen später auch noch Videos. Ergonomie, die Sitzbank ist ultra bequem. Also, ich will schon fast sagen, bequemer als meine Couch, ehrlich. Die Sitzbank kann, glaube ich, fast keinen Roller mehr toppen, jetzt gefühlt. Dann natürlich Ergonomie, was mir persönlich auch sehr wichtig ist, dass man die Beine lang machen kann. Das kann man bei diesem Roller. Man kann die nahezu ausstrecken, weil wenn man ein paar hundert Kilometer fährt oder einen kompletten Tag fährt, ja, und dann nur eine Beinstellung, einen Beinwinkel haben kann, dann kann das irgendwann sehr unangenehm werden. Das habe ich nämlich auf dem Motorrad, als ich in den Süden gefahren bin, ist mir das nämlich aufgefallen. Man kann die dann halt lang machen, man kann die auch in den Spitzenwinkel machen, man ist da komplett frei. Und auch wenn man einen Sozius hat, er ebenso. Er hat nämlich hinten auch extrem viel Platz hinten. Und er kann die Beine auch breit machen, er hat genug Platz. Und wenn man dann halt noch einen Topcase hat mit Sissi-Bar und so weiter, ist das auch echt eine bequeme Sache für einen Sozius. Abgesehen davon habe ich dann bei dem Modell noch Heizgriffe, die wurden nachträglich noch montiert vom Vorbesitzer. Dann haben wir noch eine USB-Buchse, USB-A, und unten im Helmfach haben wir dann auch noch einen Zigarettenanschluss, 12 Volt. Das heißt, für Reisen ist das Teil tipptopp. Aber ich glaube, alle Maxi-Roller sind dann ähnlich. Alle Maxi-Roller haben saubequem Sitz und Stauraum ohne Ende. Was halt mir negativ aufgefallen ist, ist natürlich nicht die Größe, wie man es vielleicht vermuten könnte, weil das Fahrverhalten, im Grunde fährt sich dieser Roller wie ein kleinerer Roller vom Wendemanöver her. Also der Wendekreis ist jetzt nicht allzu viel größer als bei einem kleineren Roller. Aber das merkt man schon, dass er größer ist. Ja, aber es fällt mir halt nicht negativ auf. Aber was mir halt negativ auffällt, ist natürlich das Gewicht. Der Roller wiegt über 200 Kilo und das merkt man. Das ist schon echt krass, aber man gewöhnt sich auch daran. Aber bei Wendemanövern oder ja, Rangiervorgängen, da muss man halt mit dem Gewicht arbeiten. Und das ist dann halt im Alltag manchmal ein bisschen hinderlich. Ja, da ist ein kleiner, wendiger, leichter Roller manchmal im Vorteil. Es wäre natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel ein Auto hat, vielleicht auch die bessere Wahl, wenn man dann halt und nicht unbedingt so Rollerreisen machen möchte, wäre vielleicht so ein kleinerer Roller, ein Großradroller vielleicht die bessere Wahl. Das ist mir halt so als einziger Punkt so negativ aufgefallen. Ansonsten super System, ABS, Bremsen richtig gut, Durchzug
richtig gut. Leistung ist auf jeden Fall da. Top Speed bin ich bei 140 km/h, habe ich getestet. Reicht vollkommen aus. Und ein Vorteil ist natürlich auch so ein Windschild. Ja, ich kann 140 km/h fahren laut Tacho. Ich merke nichts. Ich kann dauerhaft 140 km/h fahren. Und der Motor macht auch keine Mucks. Ja, wenn ich 140 fahre, dann sind da auch keine Vibrationen oder sowas. Ne? Ich kann wirklich auf Limit fahren und der macht da nichts. Aber in der Regel fahre ich so um die 120, 130 km/h. Das ist meiner Meinung nach die perfekte Reisegeschwindigkeit. Ich kriege keinen Wind ab, es ist nicht laut, aber ich habe links, rechts, oben trotzdem Wind. Also dieses Feeling, Zweirad-Feeling geht halt nicht verloren. Das ist halt so das Coole dran. Auch wenn es zum Beispiel regnet und ein bisschen kälter ist oder beides, dann ist es auf dem Roller halt nicht so kalt, ne? Weil auf dem Motorrad zum Beispiel sind die Beine frei, der Oberkörper ist frei, man kriegt alles ab. Der Regen platscht auf den Körper, der Wind knallt auf den Körper, das hat man hier bei dem Roller nahezu fast gar nicht. Ja? Deswegen ist es halt auch nicht kalt und es wird halt auch nicht allzu nass, wenn man dann fährt oder wenn es mal so zum Beispiel nieselt oder so. Also man hat schon eine Menge Vorteile, natürlich ist es nicht mit dem Motorrad zu vergleichen, absolut nicht. Ne? Einige haben dann auch schon geschrieben, ja, wenn du so einen anderen Roller hast, kannst du ja dein Motorrad dann verkaufen. Nein, das werde ich natürlich nicht machen. Ich werde mein Motorrad behalten, weil das ist halt anderer Spaß. Ich fahre gerne auch Motorrad. Das ist der erste dieser Art. So einen Roller hatte ich halt noch nie und auch das Licht ist super. Hinten LED-Technik, vorne noch Halogen. LED-Technik ist natürlich super, aber Halogen ist eigentlich noch besser, weil die Glühbirnen kann man halt für 10 Euro austauschen. Ne? Wenn eine LED-Lampe kaputt geht, dann muss man die komplette Lampe erneuern und die kostet vielleicht ein paar hundert Euro, wenn man die hat, ja. Und so eine Halogenbirne kostet 10 Euro. Hat alles so seine Vor- und Nachteile, natürlich, LED, Langlebigkeit, klar. Aber wenn so eine Birne 10 Euro kostet, kann man sich auch so eine Birne holen. Aber LED sieht auch cooler aus, ist natürlich auch so ein Designfaktor und auch natürlich Geschmackssache. Manche finden LED auch nicht. Die Armaturen finde ich auch wahnsinnig schön. Es ist auch alles nachts richtig schön beleuchtet. Ich finde die Zeiger richtig cool. Designtechnisch haben die das echt gut umgesetzt. Man guckt da gerne drauf und die Armatur, die Geschwindigkeitsanzeige etc., die ist auch weiter vorne. Das heißt, ich habe immer den Blick da drauf. Ich muss den Kopf nicht immer nach unten senken. Das hatte ich auch mal in einem Video gesagt, dass mich das manchmal ein bisschen nervt, bei längeren Fahrten vor allem. Die Reifen sind noch neu. Die hat der Vorbesitzer noch neu machen lassen. Service hat der auch komplett gemacht. Ölwechsel habe ich schon durchgeführt, habe ich auch ein Video gemacht, wird folgen. Seitenständer hat da einen Hauptständer, wenn man den Seitenständer betätigt, geht der Motor aus. Alles in allem wirklich ein tipptopp Roller, macht wirklich Spaß, der Motor hat wirklich Power, zieht durch. Ja, alleine halt das Gewicht, ne, das merkt man, aber das weiß man ja eigentlich auch schon vorher. Ich finde die Front auch richtig cool, von vorne sieht der Roller irgendwie wie so ein Ami-Polizeimotorrad aus, finde ich. Man fühlt sich auf jeden Fall nicht mehr wie so ein Jugendlicher auf dem Roller auf der Straße, man fühlt sich eher so man fühlt sich größer auf der Straße, ne? Nicht mehr so mickrig, nicht mehr so klein. Man ist schon wer auf der Straße mit dem größeren Roller. So habe ich halt das Gefühl, dass man halt nicht mehr so in die Tasche gesteckt werden kann, sage ich mal. Auch an der Ampel, wenn die Ampel grün wird, ich lasse die Autos erstmal mindestens 50 Meter hinter mir. Die kommen da nicht hinterher, also wirklich Beschleunigung richtig geil und ich glaube auch bei der Beschleunigung kann man bestimmt noch was machen, aber ich bastel da jetzt erstmal nicht rum. Das ist jetzt schon richtig gut abgestimmt. Ich finde den Roller cool. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie findet ihr den Roller? Würdet ihr euch auch so einen Roller holen oder würdet ihr sagen, nie im Leben hole ich mir so einen Roller? Mit 18 zum Beispiel hätte ich mir auch niemals vorstellen können, mir so einen Roller zu holen, aber ich bin ja kein 18 mehr, von daher. Aber wenn man einmal auf so einem Roller sitzt und einmal mit so einem Roller gefahren ist, glaubt mir, man will nie wieder was anderes. Naja, also das... Na, die anderen Roller sind natürlich auch geil. Ne? Später war ich dann auch nochmal auf der Honda, saß ich da drauf und da habe ich schon, ich dachte halt, die Honda wäre dann ein Spielzeug. Ne? So krass kam mir das vor, weil die Honda mir auf einmal mega leicht und mega winzig vorkam, obwohl ich, als ich die Honda gekauft habe, die auch schon für mich sehr groß vorkam, als ich vorher immer die 50er gefahren bin. Und jetzt kommt mir die Honda 125, die SR 125 wie ein Spielzeug vor. Aber man merkt dann auch der Wendekreis und so weiter. Ne? Natürlich, man ist viel flexibler mit so einem kleinen Roller. Aber für lange Reisen ist die Honda zum Beispiel nix. Für lange Reisen ist die nix. Ich bin einmal damit 300 Kilometer gefahren. Geht natürlich alles, aber ich bin auch mit der X10 400 Kilometer gefahren. Ohne Probleme. Und total easy. Ich hätte auch mit der X10 könnte ich sogar theoretisch 1000 Kilometer am Tag fahren. Würde ich jetzt nochmal behaupten. Ja Leute, das war's. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und Videos folgen. Haut rein, ne? Ciao.